Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu Nesch TV Deutschland Österreich. Über die letzten Wochen und Monate haben uns ganz viele Anfragen erreicht. Wir sollen doch einmal die neuen Sayrin R3 Bissanzeiger herzeigen, einmal erklären, wirklich in den Funktionen, in den einzelnen Funktionen, wie er funktioniert, was er alles kann. Und das tun wir natürlich gerne. Ich habe hier den neuen Sayrin R3. R3 ist der Nachfolger der Sayrin RS1. Der R3 hat jetzt den Vorteil, dass er einen ganz, ganz starken Funk hat. Also wir erklären und wir geben an 400 Meter. Wir haben das auch in der Entwicklungsphase mit dem Auto getestet. Das heißt, wir sind mit dem Auto weggefahren, in einer geschlossenen Kabine drinnen, sind um die 500 Meter gekommen im freien Gelände und er hat immer noch funktioniert. Das empfehlen wir natürlich niemandem, aber es ist ganz gut, wenn man Hindernisse am Gewässer hat, wenn man am Gewässer Büsche hat, Bäume hat, wenn man über einer Kante oder wenn eine Böschung dazwischen ist oder wenn man in einem Wohnwagen schläft oder in einer Hütte oder wie auch immer. Das heißt, starkes Funksignal ist ganz, ganz wichtig, weil eben gerade bei diversen Hindernissen er dann viel, viel besser funktioniert. Ja, er ist sehr, sehr kompakt aufgebaut. Ihr seht hier oben diese Snack-Ears, die die Route bei seitlichen Runs, bei schnellen Runs stabilisieren. So kann auch keine Route rausrutschen. Man braucht also keine extra Snack-Ears. Das ist alles schon mit dabei. Die sind gummiert, damit auch der Route, den teuren Blanks, gar nichts passieren kann. Von den Funktionen her, wir haben hier den Einschaltknopf. Ich demonstriere das mal. Erhältlich ist er in Rot, Blau, Weiß und Grün, in diesen vier Farben. Wenn man den Knopf noch einmal drückt, dann hat man sofort eine Mute-Funktion, das heißt, er ist leise, so kann man dann die Bissanzeiger ganz gut einstellen. Ich glaube, es nervt ziemlich, wenn man dann sehr laute Signale hat beim Einstellen der Bissanzeiger. Das heißt, Mute einmal drauf gedrückt und der Bissanzeiger ist leise. Das war jetzt die Funkbox, die schon den Ton wiedergegeben hat. Wieder einmal drauf und der Bissanzeiger ist wieder aktiviert. Dann hat man hier den rechten Knopf, hier hat man viermal die Funktion der unterschiedlichen Lautstärken. Ich demonstriere das von ganz leise, mittlere Lautstärke, ein bisschen mehr und dann natürlich ganz laut. Was man noch kann, direkt am Bissanzeiger mit diesen beiden Knöpfen in der Kombination, man kann hier die Tonfarbe verändern und man kann hier auch noch die Sensibilität verändern. Apropos Sensibilität, und das ist eines der ganz großen, tollen Features dieses Bissanzeigers, durch die Speed Sensing Technologie, ein Mikrochip erkennt, ob das jetzt ein Biss ist oder ob das einfach Schnurbewegungen sind. Und wir alle kennen das, plötzlich kommt Wind auf, Wasserbewegung oder Strömung. Der Bissanzeiger beginnt zu piepen, piept immer wieder. Das erkennt dieser Mikrochip und eliminiert das. Das heißt, wenn der Sayrin R3 piept, dann ist auch irgendwas am Rig, dann dürfte gerade ein Fischer den Köder aufgenommen haben. Das heißt, das gibt ganz viel Ruhe und eliminiert wirklich diese vielen störenden Pieper, die man oft hat. Oder auch durch Unterwasserströmung oder eben auch durch Kraut, das im Wasser treibt etc. Einer der ganz tollen Features. Hier der Lautsprecher. Übrigens, der Bissanzeiger ist wasserfest abgedichtet, also keine Sorge, das funktioniert auch wunderbar. Hier unten seht ihr noch einmal ein kleines Gewinde beim Bissanzeiger. Hier kann man unsere Lichtleiterkabeln, also die neuen Bobbins mit den Lichtleiterkabeln direkt anbringen. Da ist noch einmal eine kleine LED drinnen und dieses Licht der LED wird dann an den Kopf der Hänger übertragen. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist natürlich ein optisch ein wunderbares Gimmick. Zur Funkbox jetzt. Das ist zum Bissanzeiger die Funkbox. Ihr seht hier, sehr stylisch, wir haben hier diese verschiedenen Farblinsen, die könnt ihr euch auch so zusammenstellen, wie ihr eure Bissanzeiger anordnet. Das heißt, entweder alle in Weiß oder alle in Blau, alle in Rot oder eben abwechselnd die Farben Grün, Weiß, Rot, Blau, wie man sie hier sieht. Das sind jetzt diese vier Farben und zusätzlich habt ihr noch eine fünfte LED. Auf diese fünfte LED könnt ihr bis zu 32 andere Bissanzeiger programmieren. Wer das braucht, ist natürlich ab und zu hilfreich, wenn man mit Freunden angelt und sagt, komm mir doch zu Hilfe, wenn ich einen Run habe in der Nacht und ich brauche Hilfe mit dem Boot, wie auch immer. Da kann man auch die Bissanzeiger der Freunde dann raufprogrammieren. Oder wenn jemand mit mehreren mehreren Routen fischt, dann funktioniert das auch wunderbar. Das hat man hier. Hier hat man den Ein- und Ausschaltknopf, ich demonstriere das. Jetzt ist er aus. Jetzt ist er an.
Man hört es immer an ansteigender Tonfolge oder an nach unten gehender Tonfolge. Das ist ganz wichtig ist auch, er hat eine 1:1 Übertragung. Gerade wenn man in Kraut angelt oder auf weiten Entfernungen, da ist oft ein Pieper, ein Signal schon ein Biss und so, da sollte natürlich der Receiver auch zu 100% den Ton reproduzieren, den der Bissanzeiger von sich gibt. Apropos reproduzieren, er übernimmt auch die Tonfarbe dieses Bissanzeigers. Was er dann noch hat, er hat natürlich dann auch ganz leise zu stellen oder eben so wie hier leise, mittlere Lautstärke, ein bisschen mehr und dann relativ laut. Das heißt, da wird man auch munter, wenn man wirklich sehr, sehr tief schläft. Was er auch noch kann, er hat hier noch den Diebstahlalarm, den kann man ein- und wieder ausschalten. Das ist oft, kann man sich gerne darauf verlassen, damit bei den Routen ja nichts passiert, dass auch das der Receiver wiedergibt. Und dann noch eines der ganz tollen Features, die mir sehr gefallen. Ich bin oft sehr leise am Wasser unterwegs und mag das nicht, wenn immer alles piepst und schreit und laut ist. Ihr habt hier diesen V-Knopf. Und mit diesem V-Knopf könnt ihr ganz einfach zum Beispiel so einstellen, dass der Receiver nur vibriert oder dass er nur leuchtet oder dass er leuchtet und vibriert oder wie die meisten wahrscheinlich einstellen werden, dass er nur piept, nur das Signal wiedergibt. Auch das funktioniert wunderbar. Sehr stylisch, mit dabei im Lieferumfang auch dieses Lanyard mit dem Karabiner dran zum Anhängen und auf der Rückseite das Batteriefach. Und eine wirklich gute und wichtige Empfehlung habe ich da für euch. Bitte verwendet unsere Originalbatterien. Wir bekommen immer wieder Zuschriften, ja, diese Reichweite, die funktioniert nicht so. Dann ist natürlich unsere erste Frage immer, welche Batterien werden verwendet? Und mit den Originalbatterien wird einfach sichergestellt, dass der Bissanzeiger die beste Leistung hat und somit auch das Funksignal erreicht, diese Funkstärke erreicht, die wir auch angeben von diesen 400 Meter. Receiver Bissanzeiger R3 funktioniert wunderbar, also wir sind sehr, sehr happy damit. Wir haben auch schon ganz viel in diesem Jahr geangelt. Es gibt auch keine Kinderkrankheiten mehr. Funktioniert tadellos, stylisch, klein, mit den Snaggies dabei. Eine wunderbare Geschichte und ja, vielleicht wollt ihr ihn auch in Zukunft selber gerne fischen.